Und nun stehen wir wieder unterm Frankfurter Messeturm. Die IAA 2019 hat noch nicht geöffnet. Nein, wir haben uns mal reingeschlichen und sind vorab zu Brabus gegangen. Hier wird noch gewerkelt, gemacht und getan. Aber wir wollten uns mal die Neuheiten ansehen. Hier zum Beispiel das neue Bobbycar mit Brabus-Felgen. Ja, hier auch Brabus-Anzeigen und natürlich auch Brabus-Schriftzügen. Aber ja, ich gebe zu, das ist nicht die Messeneuheit. Die Messeneuheit steht eigentlich hier. Noch jungfräulich verpackt, ein 12-Zylinder mit 900 PS. Allerdings werden jetzt die Brabus-Fans sagen, Moment mal, 12-Zylinder mit 900 PS, das gab es ja schon mal im G900. Richtig, aber das war ja noch der alte G. Was vielleicht gar nicht alle wissen, Mercedes hat sich bei der neuen G-Klasse vom 12-Zylinder verabschiedet. Das heißt, einen G65 von AMG wird es gar nicht geben. Und da sagt sich Brabus, nein, das könnt ihr doch nicht zulassen. Wir brauchen doch einen 12-Zylinder in der neuen G-Klasse. Also haben sie sich gesagt, wir nehmen selber einen und pflanzen den da rein. So, und das haben sie gemacht. Das hier ist ein 6,3 Liter 12-Zylinder mit 900 PS. Der hat 1500 Newtonmeter Drehmoment. Weil das aber zu viel ist, sowohl fürs Getriebe und auch für die Fahrbarkeit des Autos, haben sie gesagt, wir limitieren das lieber auf 1200 Newtonmeter Drehmoment. Dann ist das Ganze ein bisschen sympathischer, wir rutschen nicht überall durch die Gegend und das Getriebe hält auch noch länger als 2 Tage. Also insofern haben wir diesen Motor jetzt mit 1200 Newtonmeter Drehmoment. Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 schafft man es mit diesem Auto in 3,8 Sekunden. 3,8 Sekunden von 0 auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit hat er nicht etwa von 250 und dann abgeregelt, nein, von 280, aber dann trotzdem abgeregelt. Was gibt es bei Brabus immer noch neben einem Monster-Motor? Eine Menge kleiner Gimmicks. Wenn ich hier zum Beispiel die Tür aufmache, zack, gehen da die LED-Lichter an und beleuchten mir den Einstieg. Plus natürlich auch beleuchtete Brabus-Einstiegsleiste. Natürlich alles mit Carbon und viel Leder ausgekleidet. Also voll beledert der Wagen, oben im Dachhimmel braunes Alcantara, ansonsten Nappa-Leder und eine Menge Carbon. So wie man es von Brabus letztlich auch kennt. Was ich ganz witzig finde, sind so kleine Details. Hier im Tacho haben sie reinprogrammiert V12 Biturbo. Gibt es ja eben bei dem Mercedes nicht mehr, deswegen mussten sie es selber machen. Haben sie jetzt hier reingebaut. Das ist so ein Detail, was ich ganz nett finde, muss ich sagen. Ansonsten viel Exklusives und Exklusivität ist auch das richtige Stichwort. Diesen Wagen wird es nämlich genau exakt 10-mal geben. Das heißt, man muss sich beeilen, wenn man einen kaufen möchte, denn einer ist möglicherweise schon verkauft, weiß man nicht genau. Und wenn man sich dann noch für diese Felgen entscheiden möchte, die gibt es jetzt auch exklusiv dazu, sind 24 Zoll Felgen Monoblock Z, nennen sie das bei Brabus. Könnt ihr die Anzeigen da oben sehen? Das ist der Drehzahlmesser, der Tacho und eine Uhr. Das heißt, wenn man mit diesem Auto mal gefahren wird, weil man so viel Geld hat, sich dieses Auto zu leisten, dann hat man ja vielleicht auch mal einen Fahrer. Und da man gerne wissen möchte, wie schnell man gerade unterwegs ist, guckt man darauf. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, die Anzeige da geht nur bis 250, der Wagen schafft aber 280. Also, ja, da muss man sich dann leider mit begnügen. Ansonsten, was haben wir hier noch? Auf der Seite haben wir andere Felgen aufgezogen, und zwar 23 Zöller. Mit denen fährt der Wagen etwas geschmeidiger, sagt Brabus. Das heißt, wenn man tatsächlich den imposanteren Auftritt haben will, dann nimmt man die Monoblock Z auf der anderen Seite. Und wenn man es ein bisschen geschmeidiger mag, nimmt man die Monoblock Y. So, was kostet der Spaß? Tja, das ist immer die große Frage am Ende, wenn man sich das Heck mal so anguckt. 2,6 Tonnen, 900 PS, 12 Zylinder. Das wird nicht günstig. Ja, Brabus sagt 720.000 Euro muss man investieren für dieses Auto. Dafür hat man eben aber ein auf 10 Stück limitiertes Fahrzeug. Und ich glaube, der große Auftritt ist einem auch gewiss. Und jetzt die gute Nachricht am Ende. In den 720.000 Euro ist die Mehrwertsteuer schon mit drin.